So, ich weiß, ihr seid enttäuscht, es ist nicht Nikola zu sehen. Stattdessen halte ich hier ein komisches Konstrukt an Licht, Kamera und Ungeschminktheit euch entgegen, was einfach daran liegt, dass Nikola heute krank ist. Es tut mir sehr, sehr leid, dass jetzt ich hier zu sehen bin. Ich möchte euch auch wirklich gar nicht lang irgendwas hier erzählen. Frohes neues Jahr, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Frohes neues Jahr, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ja, unsere Nikola, also meine Mama, es ist für mich immer sehr, sehr fremd, Nikola zu sagen, weil ich meine Mutter ja natürlich nicht mit Vornamen anspreche. Aber unsere Nikola ist heute leider so doll erkältet, dass sie es nicht schafft, mit euch das Wohlhaus-Magazin zu machen. Was dazu führt, dass ihr euch jetzt hier 2 Minuten lang mein Gesäusel anhören könnt und indem ich euch eigentlich nur erzähle, dass Nikola nicht kann. Wow. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr habt gut, seid gut ins Jahr gekommen. Ich bin nicht so ein großer Fan von Silvester. Ehrlich gesagt hasse ich Silvester. Was nicht daran liegt, dass ich einen Neustart blöd finde, sondern einfach, dass ich dieses Geballer und dieses bis 12 Uhr warten und alle müssen um 12 Uhr glücklich und zufrieden sein, sehr, sehr anstrengend, als anstrengend empfinde. Demnach waren wir gestern Abend zwar kurz draußen zum Böller angucken. Bis unsere Nachbarn einen Böller unter unser Auto geschossen haben, war es okay. Aber dann ist es irgendwie eskaliert und wir sind einfach nur reingegangen mit den Kindern. Dementsprechend bin ich heute irgendwie müde und hoffe, ihr habt einen besseren Neujahrsstart erleben können. Ja, so viel dazu. Unsere Inventur von letzter Woche ist abgeschlossen. Für alle die, die noch auf Bestellungen warten, die gehen morgen auf die Reise. Die ersten sind auch schon übers Wochenende jetzt quasi eingegeben. Also all das geht morgen seinen ganz normalen Lauf. Wir arbeiten so schnell wie möglich, wie immer. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Geduld an dieser Stelle. Inventur ist immer anstrengend für alle. Also auch für uns. Aber wir haben es gut gemeistert. Die Mädels im Lager haben uns ganz toll unterstützt. Es war alles wirklich, wirklich gut. Und dementsprechend können wir ohne Sorgen ins neue Jahr starten und freuen uns, dass ihr dabei seid. So viel dazu. Ich ja, habe jetzt nichts vorbereitet. Ich kann euch jetzt hier nichts erzählen über was auch immer, über Wolle oder über das, was meine Mutter euch hier immer erzählt. Aber ich denke, ihr werdet uns verzeihen und ja, wünsche euch somit einen wunderbaren Abend im Januar, im 2023, im Jahre 2023. Und ja, nächste Woche Sonntag, hoffentlich wie gewohnt, wenn alles gut geht, wieder live mit Nicola im Wohlhaus-Magazin und ja, jetzt nur mit mir, 3 Minuten 8. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ja, genießt den ersten Tag im Januar. Bis ganz bald und danke für eure Aufmerksamkeit.